Vorenthaltene Löhne oder Streitigkeiten über Überstunden. Die Mitarbeiter der Arbeiterkammer Außenstellen in Mura und Murtal hatten auch 2018 viel zu tun. Im Beisein von AK-Präsident Josef Pessel wurde nun die regionale Leistungsbilanz der beiden AK-Außenstellen präsentiert. Gemeinsam luden die Arbeiterkammer Außenstellen des Bezirkes Murtal und Murau zu einem Pressegespräch nach Judenburg. Man zog Bilanz, eine Leistungsbilanz, die sich sehen lassen kann. Gefragt waren vor allem die Auskünfte der Rechtsexperten zum Thema Arbeitsrecht. Neben der Beratung in Arbeits- und Sozialrechtssachen sind Jugendschutz- und Konsumentenschutzangelegenheiten sowie Lehrbetriebs- und Preiserhebungen viel bearbeitete Themen. Was ist die Botschaft des Präsidenten an seine Mitglieder? Die Botschaft des Präsidenten ist einerseits, zur Arbeiterkammer, zu den Expertinnen und Experten zu kommen, wenn sie Fragen haben. Und die Botschaft jetzt ganz aktuell, nachdem wir wieder Arbeiterkammerwahlen ins Haus stehen, von dem demokratischen Recht die Stimme abzugeben, von diesem demokratischen Recht recht zahlreich Gebrauch zu machen. Wie gut funktioniert die Sozialpartnerschaft noch? Naja, derzeit muss man sagen, dass die Sozialpartnerschaft ein wenig leidet unter der derzeitigen Regierungspolitik, aber sie lebt noch. Was sind die großen Herausforderungen für die Zukunft, für die AK? Die großen Herausforderungen sind, dass natürlich nach wie vor ein großer Beratungsbedarf bei den Arbeitnehmerinnen besteht und auch ein Bedarf an Vertretung besteht. Das zeigen, glaube ich, sehr deutlich unsere Bilanzzahlen. Was werden die Schwerpunkte für die Außenstelle Murtal in der nächsten Periode sein? Wie sehen Sie das? Also die Schwerpunkte, unser Anspruch ist es sowieso, die Murtalerinnen und Murtaler bestmöglich zu unterstützen, bestmöglich zu beraten und auch bestmöglich zu vertreten, gerichtlich, aber auch außergerichtlich. Und ich denke, das ist uns in diesem Jahr auch sehr gut gelungen, dank meiner Kolleginnen und Kollegen, die mich da bei tatkräftig unterstützt haben und auch unterstützen werden. Und die Schwerpunkte werden auch im nächsten Jahr das Arbeitsrecht und vor allem auch der Konsumentenschutz sein. Was für ein Gefühl ist es, wenn man weiß, man kann wirklich da für seine Mitglieder was tun? Ja, es ist ein tolles Gefühl, ja, als Arbeitnehmervertreter eben etwas zu erreichen, um zu wissen, dass eben für geleistete Arbeit, für geleistete Tätigkeiten auch korrekt und fair entlohnt wurde. Wir haben zwar jetzt nicht Weihnachten, aber Ostern steht kurz davor. Was kann man sich wünschen als Außenstellenleiter? Fairness. Mit? Mit oder zwischen den Parteien am Arbeitsplatz, weil es einfach für beide wichtig ist, eine faire Arbeitsbedingung zu schaffen und auch eben faire Arbeitsleistungen zu erbringen. Die Fairness gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und fairer Wettbewerb sind gelebte Schlagworte der Arbeiterkammer im Murtal und in Murau.